Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Comike, zu einem weiteren Video aus der Projektserie Keller trockenlegen. Wie ihr sehen könnt, hat sich einiges getan. Unter anderem habe ich auch hier rechts an der Bildseite einen neuen Apparat gebaut. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, bleibt dran. Ja, ihr Lieben, mittlerweile geht die dritte Woche meiner Projektserie hier im Keller zu Ende. Ihr seht, einige Flaschen sind verschwunden aus der Wand, aus dem Grunde, da einfach nichts mehr aufgenommen worden ist, beziehungsweise direkt unten drunter ja das Kellerfenster ist, wo es einfach nur noch durchläuft. Und ich habe die Flaschen letztmalig alle komplett aufgefüllt vor 2 Tagen. Und ihr seht, einige Flaschen sind noch relativ voll, beziehungsweise wie diese hier, komplett voll. Und die links daneben ist schon wieder zur Hälfte gefüllt. Also dieses Spiel zieht sich wohl doch noch eine ganze Weile hin. Ich habe bei den Flaschen jetzt die Etiketten entfernt. Die waren einfach nur aufgeklebt. Das hat für mich den Vorteil, dass ich diese Flaschen problemlos in den Löchern drehen kann und immer noch an der Oberseite sehe, wie der Stand der Flüssigkeit ist. Warum drehe ich die Flaschen? Nun ja, ganz einfach. Diese Trichter, die da oben dran sind, diese Injektionsnadeln oder Öffnungen aus Plastik, verbiegen sich im Laufe der Zeit, dass die Flaschen, wenn sie gefüllt sind, immer flacher hängen. Und ich mache dann eins, probieren wir es einfach mal High Life aus. Diese Flasche hier zum Beispiel wird dann einfach nach oben gedreht und die bleibt jetzt eine ganze Weile wieder auf diesem Stand hängen und wird sich dann im Laufe des Tages Stück für Stück wieder nach unten absenken. Wenn sie nach oben hängt, kann natürlich mehr Flüssigkeit über einen längeren Zeitraum einlaufen. Daher die Entfernung der Etiketten. Was hat sich noch getan? An der Feuchtigkeit selber in dem Raum ist nur wenig passiert. Mein Protokoll läuft nach wie vor. Im Endvideo, wo ich das gesamte Projekt zusammenfassen möchte, werde ich dann noch entsprechende Grafiken präsentieren. Ihr solltet aber wissen, dass die Feuchtigkeit von anfänglich 99% im Vergleichswert hier auf dem Boden mittlerweile abgesunken ist auf 83% bei einer Raumtemperatur dort unten in der Ecke von 9 Grad. Das ist so aber nicht ganz korrekt, denn der Apparat, den ich anfangs schon erwähnt habe, hier im Bild, tut das Ganze ein wenig verändern bzw. beeinflussen. Das, was ihr hier seht, ist nämlich eine Infrarot-Raumheizung. Diese Heizung hat eine Leistung, wie ihr sie jetzt hier seht, von 600 Watt. Das heißt, dieser Kasten, dieser Bilderrahmen, möchte ich fast sagen, mit einer Tiefe von ungefähr 2 Zentimetern, ja, also viel mehr wie das gehört da gar nicht mit dazu, hat lediglich auf der Rückseite die entsprechenden Anschlüsse für die Befestigung, ein Stromstecker, kein Schalter, kein sonstiges weiter. Also eine recht simple Apparatur, aber sie funktioniert, sie macht schön warm. Wenn man mit der Hand davor geht, merkt man, dass irgendeine Strahlung abgesondert wird. Allerdings muss ich sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich damit den gesamten Kellerraum aufheizen könnte. Denn das Prinzip dieser Infrarotheizung beruht ja in erster Linie auch darauf, dass nicht die Luft erwärmt wird, sondern mit dieser Strahlung eine Oberfläche angestrahlt wird und eben dann diese Strahlung die Wärme abgibt. Ich habe diese Infrarotheizung nun mit meinem Gestell hier doch etwas nach unten weg aufgebaut und möchte in dem Zusammenhang einfach den Fußboden ein wenig erwärmen, um jetzt hier mehr Temperatur grundsätzlich in den Raum zu bringen und somit die Aufnahme der Luftfeuchtigkeit über die Luft zu erhöhen. Gleichzeitig möchte ich natürlich wissen, ob es auch Auswirkungen hat oder ob ich hier einfach nur sinnlos 600 Watt die Stunde durch den Stromzähler jage. Daher habe ich die aktuellen Abrisse nachgezeichnet. Mit einem Bleistift habe ich jetzt einfach abgemalt, wo die Feuchtigkeitsstellen zu sehen waren. Ihr seht an einigen Stellen wie hier ist das Ganze schon aufgehellt. Die ursprüngliche Linie war hier oben. Da passiert definitiv was. Auch hier hinten an der Wand seht ihr, dass dieser Bereich immer noch sehr klamm ist. Beim Befassen, also mit den Händen, merkt man auch, das ist feucht. Ja, direkt hier daneben bildet sich sogar Staub. Das ist schon trocken. Ja, also entweder läuft das über die Flasche unterirdisch hier rein und wird jetzt hier noch aufgesogen, oder hier drüben wirkt das Mittel einfach etwas schneller. Nichtsdestotrotz läuft das ganze Projekt nun ja doch deutlich länger, als ich es in dem Video hier jede Woche darstellen kann.
Der Hersteller selber beschreibt ja in seinen Prospekten, dass nach frühestens 6 Monaten irgendwo eine messbare Wirkung eintritt. Ich möchte das Ganze ein wenig unterstützen und werde daher diese Infrarotheizung tageweise, stundenweise parallel mitlaufen lassen und zusätzlich, sobald die Raumtemperaturen es hergeben und es effektiv möglich ist, hier zu entfeuchten, werde ich auch einen Luftentfeuchter aufstellen. Inwiefern das dann Auswirkungen haben wird, das werden wir sehen in meinen Protokollen. Ich denke aber, dass zumindest die Raumfeuchtigkeit deutlich gesenkt werden kann und somit auch die Feuchtigkeit, die sich noch in den Wänden befindet, deutlich schneller abgegeben werden kann. Das sollte natürlich dem gesamten Projekt zugutekommen. Ja, wie ihr seht, der Keller selber ist etwas angenehmer geworden. Von 9,1 da unten und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 84% zum Vergleichswert hier oben 10,1 Grad und 75% relative Luftfeuchtigkeit habe ich jetzt hier doch eine kleine Veränderung zusammenbekommen. Jedoch wird das Ganze noch dauern und ich denke, wie immer, wenn ihr dabei bleiben wollt, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze weitergeht, wenn ihr nichts verpassen wollt und euch mein Projekt auch einfach zusagt, nutzt die Kommentare und nutzt den Abo-Knopf mit der Bimmel, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und in dem Zusammenhang sage ich danke und freue mich schon auf das nächste Video. Ciao!